Am Ladoga-See kann man ja nicht nur hervorragend mit der Pose auf Ränken angeln. Ne, man kann auch super gut hier mit Jig und sehr, sehr leichter Führung auf Saiblinge angeln. Und ich teste hier gerade einen Spot vom Dr. Dunkel. Der hatte hier nämlich seine Bach-Saiblings-Trophy gefangen. Und die will ich auch. Also, ran hier, ab zum Ladoga-See, nach langer Zeit mal wieder hier schön entspannt mit leichtem, recht feinem Setup auf Bach-Saiblinge angeln. Im Idealfall ballert hier vielleicht auch noch die Trophy rein. Würde ich gerne mitnehmen, warum auch nicht, wird auch langsam Zeit, endlich mal den Bach-Saibling abhaken. Und ja, dementsprechend bin ich einfach nochmal ein bisschen dünner reingegangen mit meinem Setup. Und zwar jetzt gerade nur auf 9 Kilo, also sehr, sehr fein. Ich könnte sogar noch feiner reingehen, aber dann ist das aber auch, dann wird es auch eine Qual mit den Saiblingen, denn die ballern auch immer richtig heftig rein. Man sieht es auch immer schön an den Anschlägen sozusagen. Wenn der Fisch reingeht, dann eskaliert das direkt. Ich bin ja jetzt gerade hier schön in der Jig-Führung drin. Und so soll das auch sein und so soll das im Idealfall auch bleiben. Das heißt, dementsprechend immer schön konzentrieren, eine Umdrehung machen, noch eine Umdrehung machen und langsam und vorsichtig hier durchjiggen. Hier jetzt gerade mit Texas Rig. Aber wie gesagt, wir gucken uns gleich das gesamte Setup nochmal im Detail an, wie das hier aufgebaut ist. Grundsätzlich vom Spot bzw. vom Gewässer, wenn Bachsaibling, dann ist das hier schon eine sehr, sehr gute Idee. Ladoga See und natürlich auch Ladoga Archipel. Wobei ich sagen muss, Bach Saibling traditionell ist eben hier und tatsächlich auch an einer dieser Stellen, wo ich jetzt hier gerade bin, eigentlich immer wieder auch ganz gut zu fangen. Ich gucke gerade mal. Ja, so ganz hoch will ich eigentlich nicht drehen. Irgendwas macht sich gerade schwer. Könnte auch ein Zander sein. Der erste Fisch war gerade ein Zander. Der nächste gerade ein kleiner Stint. Und dann ging das auch direkt wieder los hier mit Saibling. Also, ich bin gespannt, was hier geht. Ich werde jetzt gleich hier schön ein nach dem anderen noch weiter rausziehen und testen. Und auch wahrscheinlich ein bisschen länger hier einfach stehen bleiben. Um einfach mal zu gucken, ob hier nicht die ganzen Saiblinge reingehen. Also angefangen vom Klotz-Saibling, der super, super, super selten ist. Klotz-Saibling, der Bach-Saibling und der Ladoga-Saibling. Auch nochmal ein Special sozusagen. Bäm, der farblich auch nochmal ein bisschen anders ist. Von der Position her, wir gucken mal eben kurz auf der Map. Da bin ich. Der Dr. Dunkel stand hier an der Position und hat dann quasi hierhin geworfen. Und ich bin gerade einfach hier hingebreddert, stand ungefähr hier, habe gedacht, ach komm, das passt schon, ich werfe erstmal aus und teste ein bisschen. Wenn hier gleich nichts weiter geht, dann stelle ich mich auch hier hin. Vorteil von der Position ist, ich kann nach hier werfen, hier so rüber, hier hinwerfen und auch nach da hinwerfen. Und das sind halt alles Richtungen, die man hier gut anwerfen kann. Das fällt eben von hier aus ein bisschen schwieriger nach da unten, aber dann bleiben hier immerhin auch nochmal so die drei. Ja, wenn man sich weiter vorstellt, vielleicht sogar auch wieder nach da nochmal die Richtung, ne? Hier sind gerne auch mal die Klotz-Saiblinge immer mal wieder dabei gewesen. Und ansonsten ist hier die gesamte Area, also zwischen dem 11er und dem 18er, im Kreis sozusagen immer wieder Saiblings verseucht. Und im Idealfall geht man hier, wie gesagt, schön mit recht feinem Setup rein. Fein von der Schnur. Und dann, wie gesagt, immer schön ins Jiggen. Ne? Also das sollte schon funktionieren. Das sollte man auch hinkriegen. Ja, Texas Rig empfiehlt sich da eigentlich immer. Texas Rig als Montageart geht immer ganz gut. Das ist hier vielleicht ein kleiner Zander oder sowas jetzt. Gucken wir mal. Und von den Farben her, wir gucken gleich mal eben kurz rein ins Setup. Von den Farben her kann man entweder einheitliche Farben nehmen oder eben Komplementärfarben. Hier jetzt gerade Komplementärfarbe gewählt, also gegensätzliche Farbe.
blau, gegensätzlich ist gelb. Einserhaken, weißt du was, ich mache sogar mal einen 1-0er Haken drauf. Ich übertreibe einfach mal komplett. Schaumgummis funktionieren immer wieder ganz gut. Man kann auch eine Rot-Rot-Kombi machen, eine Grün-Grün-Kombi und so weiter und so weiter. Bei Schwarz müsste man mal zwischendurch ein bisschen vielleicht mal vorsichtig sein. Da können auch mal Wälse oder so drauf gehen. Aber auch blau funktioniert oder das einfach mal umdrehen hier mit gelber Perle und blauen Schaumgummi, auch das kann bestimmt funktionieren. Das muss man tatsächlich einfach testen, was gerade am besten anspricht da. Im Großen und Ganzen, ja, relativ fein, wie gerade schon gesagt, also mit nur 9 Kilo Vorfach. Der Dr. Dunkel war mit Ultralight hier sogar unterwegs, mit 7 Kilo Vorfach und nur 6er Haken. Das ist schon ziemlich krass, aber wie man sieht, auch das kann gut funktionieren. Ich habe jetzt hier für die Rolle einfach mal noch die kleinste von diesen bunten Schnüren gewählt. Einfach nur, um ein bisschen zu sehen, wie weit ich hier ausgeworfen habe. Ist aber natürlich absolut nicht notwendig. Was natürlich wirklich nice to have ist, ist das. Das ist ziemlich geil. Heißt also, wenn du irgendwann mal Bock hast, dir ein geiles Angelgerät zu gönnen, dann die Vexila als Medium Hard Rute, also mit einem relativ geringen Wurfgewicht oder so mittlerem Wurfgewicht, trotzdem eine ganz vernünftige Tragfähigkeit. Und das ist natürlich richtig schön. Plus 3 auf sämtliche der verschiedenen Gummifischmontagen. Und das ist einfach der Hammer. Also theoretisch braucht man keine von diesen Montagen zu skillen. Wir haben, ohne einen Skillpunkt zu investieren, sämtliche dieser Montagen geskillt, wenn wir die Route verwenden. Also Riesenvorteil, wenn man also sagt, okay, Spinning ist vielleicht nur so ein Nebenbei von mir, ich mache hauptsächlich Grundangeln, habe also keine Skillpunkte verteilt, dann empfiehlt sich natürlich nochmal mehr die Vexila, weil die einfach solche Punkte und solche Werte hat. Wenn man allerdings dann hier im Spinning doch schon Punkte drin hat, zum Beispiel jetzt im Vecchi-Rig, hat man dann hier 6 Punkte auf Spinning sozusagen, 6 Punkte auf Vecchi-Rig. Aber dieser Mehrwert, also hier steht ja eine höhere Chance, größere Fische oder eine Trophy zu fangen. Dieser Mehrwert, also 1, 2, 3 und dann haben wir ja 4, 5, 6 auf der Route. Das ist zwar nochmal ein Bonus, aber dieses Plus, Plus, Plus ist jetzt dann nicht mehr so wahnsinnig ergiebig oder nicht mehr so ein riesengroßer Boost, wenn man das hier schon einmal voll geskillt hat. Also da empfiehlt es sich vielleicht eher, ja, das einfach wegzulassen. Dann halt, wie gesagt, diese Route zu nehmen. Man muss diese Skillpunkte eben nicht verteilen. Es sei denn, man verwendet auch gerne nochmal Routen, die nicht wie die Vexila diese Skillpunkte haben, sondern vielleicht andere Werte noch drauf haben, wie zum Beispiel die Ultima. Die hat ja dann hier nochmal plus 10% aufs gesamte Spinning, was dann wiederum auch nochmal ganz gut wirkt. Also, so viel ganz kurz zu den Routen. Aber nichtsdestotrotz bin ich hier eben jetzt mit Texas Rig unterwegs. Eine von den Finesse Jig Montagen. Und ja, hier einfach ein 24er Blei. 1er Haken, 1-0er Haken teste ich jetzt gerade einfach mal, ob das auch funktioniert und was da reingeht. Und dann von hier aus, wie gesagt, locker ausgeworfen, einfach Richtung Leuchtturm, immer ein bisschen absinken lassen, das braucht ja immer ein bisschen Zeit. Und dann auch langsam durchjiggen hier. Ich bin jetzt gerade mit einer 30 unterwegs gewesen, ich teste einfach mal, machen wir mal sowas wie eine 15. Gehen wir mal richtig schön langsam rein. Sollte eigentlich auch funktionieren. Der Grund müsste mittlerweile erreicht sein. So, jetzt ist er da. Es gibt da meist nochmal so einen kurzen Ruck. Dann ist die Schnur wieder auf Spannung. Und dann eine Umdrehung machen. Und jetzt bei dem Tempo vielleicht sogar nur eine halbe Umdrehung. Das ist allerdings auch immer so ein bisschen abhängig von der Rolle, die du gerade dann verwendest. Das heißt, wenn du eine Rolle hast, die super schnell ist und einen großen Spulenkopf hat, dann ist es natürlich was anderes als jetzt hier das Teil, was ich hier gerade verwende. Das ist an sich schon recht langsam. Deswegen ist das so ein bisschen tricky. Aber man kommt auch so langsam noch, zack, und bis
so langsam trotz allem eben noch hier in den Jig und das ist gut so und dann lübt das Ganze auch. Und übrigens, das ist wahrscheinlich jetzt gerade wieder ein Zander, wenn euch hier die Zander reingehen. Alles tutti, ist vielleicht nicht der Zielfisch, aber Zander wurde ja auch vor ein paar Monaten ein bisschen gebufft und dementsprechend, da ist er der Kleine, ja gut, der bringt natürlich nichts, aber dementsprechend haben wir natürlich mit einem vollen Zander-Casher auch richtig gut Cash in der Tasche. Das heißt, das macht natürlich auch richtig Spaß. So, wenn ich jetzt schon mal hier stehe, ich werfe auch nochmal nach da vorne und zwar einfach hier zwischen die letzte Boje sozusagen und dem offenen Bereich, also in diese Area einfach abwerfen oder nochmal weiter auswerfen. Bis dahinter kann man auch einfach werfen, gar kein Problem. Hier passiert es allerdings immer mal wieder, dass hier irgendwo auf dem Untergrund Unebenheiten sind und das unterbricht jedes Mal die Jigführung. Also, wenn ihr hierhin werfen wollt, vielleicht sogar eher ein bisschen weiter zurück und nochmal weiter auswerfen, weil es so tief runter geht, lieber einen flacheren Winkel wählen und dadurch dann einfach nochmal leichter ins Jiggen kommen. Also da, wie gesagt, dann lieber nochmal extra weit weggehen, wenn ihr dann hier im 18er durchjiggen wollt. Wie gesagt, auch das durchaus eine Möglichkeit. Ich teste jetzt einfach mal. Ich war jetzt so lange nicht mehr hier und ja, ich hoffe, dass hier noch ein bisschen was reingeht. Ich werde auch gleich, wie gesagt, nochmal verschiedene Farben durchtesten. Auch eine Kombination in Richtung Blau und Weiß. Das hat auch immer mal wieder ganz gut funktioniert für den Klotz-Saibling. Und eine Kombination auch nochmal mit Grün, Grün-Rot. Auch nochmal vielleicht in der Hoffnung auf den Ladoga-Saibling. Und dann einfach mal durchziehen. Und nicht zuletzt werde ich natürlich auch noch an den Spot von Dr. Dunkel fahren. Also wie gesagt, hier vorne an der Ecke dann eher. Und dann da gucken, wie es da läuft auf dieser Kombination, die ich jetzt gerade habe. Also richtig schön fein und wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen kleiner. Oder vielleicht tatsächlich auch nochmal mit Ultralight Setup. Wäre vielleicht eine Idee. Ganz fein und klein und leicht. Vielleicht kickt das ja rein und vielleicht lassen sich so dann doch noch deutlich einfacher die Bachsaiblinge überlisten. Na guck, also da ist jetzt hier auf dem letzten 1-2 Jigs ist dann doch noch was reingegangen. Aber auch da denke ich eher einen Zander. Ich dachte, ich kann gleich nochmal den schönen heftigen Einschlag zeigen. Ja, kleiner Zander von den Saiblingen. Das heißt, ich werfe nochmal weiter raus. Schön maximal raus. So, ein bisschen absinken lassen. Und ich gehe doch nochmal wieder ein bisschen schneller rein. Die 30 war, glaube ich, ganz gut auch gerade hier mit dem Setup. So, und jetzt hier nochmal schön aktiv durchjiggen. Zack, genau das. Das wollte ich doch nochmal sehen. Dieser schöne Einschlag vom Saibling. Also das kommt echt immer wieder überraschend. Von daher ganz wichtig natürlich aufpassen, dass die Bremse nicht zu hoch ist. Denn das ballert euch auf jeden Fall die Schnur durch, wenn zu groß. Ich hatte gerade schon den Ladoga oder Ludoga Saibling, der macht das nicht ganz so heftig. Der ruckelt zwar auch mal ordentlich rein, aber eben dann nicht ganz so heftig wie der Bachsaibling. Und für seine nur 1 Kilo haut das eben schon auf einem, ja, 9 Kilo schweren Setup ganz gut halt bis ans Maximum. Also die sind da relativ aggressiv. Der Ludoga Saibling war gerade hier in der Richtung, also von hier aus zur Insel geworfen. Und jetzt der Bachsaibling war in dieser Richtung, also eigentlich so, genau, so geworfen, so ein bisschen hier schräg rüber, Ludoga Saibling hier so rüber, also schön abfächern das Ganze und da werfe ich jetzt aber auch einfach wieder hin, da will ich noch ein bisschen weitermachen. Ja, so sieht es aus, also es sind Zander da, aber wie gesagt, ich nehme sie gerne mit und jetzt habe ich zumindest schon mal 1-2 Ecken, einmal für den Ludoga-Saibling hier in dem Bereich und da hinten für den Bach-Saibling und hier teste ich jetzt einfach schön weiter und probiere weiter, also weitere Farben, weitere Köder aus, denn auch manchmal sowas wie einen Maggot oder sowas klappt eben auch hier drauf. Da gibt es auch in den Rekorden einige oder in den All-Time-Records einfach mal reingucken. Man muss hier nicht mit den Schaumgummis rangehen.
man kann hier sehr gut eben auch mit anderen 80 Gramm Minnows oder sowas, also diese ganzen Gummiarten, kann man ganz gut, zack, da ist der nächste, kann man ganz gut eben hier reingehen. Einfach ein bisschen abfächern, verschiedene Bereiche, verschiedene Bahnen testen und da, wo dann der Zielfisch ist, den ihr sucht, weiter durchziehen. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir und hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig immer um 19 Uhr. Montags, Mittwochs und Freitags gibt's da RF4. Bis dahin, Petri.